Die Messe Pool & Garden und Kulinar Tulln erzielte 2016 ein Rekordergebnis. 44.707 Besucher konnten gezählt werden und somit eine Steigerung um sensationelle 13,3% zum Vorjahr erzielt werden. 400 nationale und internationale Aussteller auf den beiden Messen sorgten für ausnahmslos zufriedene Besucher aus allen Bundesländern. Messeklima ist sehr gut, perfekt organisiert. Die Menschen trudeln ein nach der Reihe. Wir haben sehr viele interessierte Leute bei uns am Stand und gefällt mir sehr gut hier. Ich selbst bin das erste Mal da, aber wir sind schon langjährig bei der Messe dabei und freuen uns jedes Jahr wieder, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind sehr zufrieden, vor allem, dass hier auch ein Gläserservice angeboten wird. Das ist für uns als Weinbaubetrieb natürlich beim Weinausschenken sehr positiv und sind auch mit den Leistungen rund um den Betrieb sehr zufrieden. Wir machen alles rund um den Kürbis. Kürbiskernöl, Kürbiskern in über 40 verschiedenen Geschmacksrichtungen, Marmelade mit Kürbis, Pesto mit Kürbis, also da gibt es einiges. Wir sind jedes Jahr gerne auf der Messe und präsentieren unsere Produkte sehr gerne da. Ich glaube, es wird wieder passen, wir sind eigentlich immer sehr zufrieden mit der Messe. Mit 160 Ausstellern war die Kulinar Tulln am vergangenen Wochenende der größte Feinkostladen Österreichs. Nationale und internationale Aussteller waren mit ihren Spezialitäten vertreten und luden die Besucher auf ihre Stände zu Kostproben ein. Ein weiteres Highlight waren auch dieses Jahr die Kochshows mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald, Roland Huber, Christian Wöber und Werner Punz. Auch nächstes Jahr wird die Kulinar Tulln wieder gemeinsam mit der Pool & Garden Tulln die Gartensaison eröffnen, und zwar von Donnerstag, den 23. bis Sonntag, den 26. März 2017.